Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, im heutigen Video geht es darum, wie du effizienter arbeiten kannst. Und dazu möchte ich dir 5 Schritte zeigen. Ich gehe dazu wieder rüber in mein Notizbuch und werde dir dort meine Aufzeichnung zeigen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn wir uns jetzt gleich wiedersehen. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja, zunächst mal einfach kurz mal den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Also effektiv ist alles, was zu deinem Ziel hinführt. Und effizient ist einfach die Schnelligkeit, wie schnell gelangst du an dein Ziel. Also ich mache es mal kurz an einem Beispiel. Wenn du zum Beispiel eine Strecke zurücklegen willst von A nach B und die Strecke sind 600 Kilometer, dann ist alles, was dich von A nach B bringt, ist quasi effektiv. Das heißt, wenn du jetzt anfängst zu laufen, ja, dann ist das effektiv, weil du wirst irgendwann an deinem Ziel ankommen. Wenn du aber zum Beispiel dich entscheidest, mit dem Flugzeug zu fliegen, dann ist es zum einen effektiv, weil du an dein Ziel ankommst, und es ist effizient, weil es eben schneller geht. Und das Entscheidende ist eigentlich einfach nur, weil du hast einfach 100% Energie am Tag. Ja, und jetzt ist einfach die Frage, wofür setzt du deine Energie ein? Ja, wenn der Akku leer ist, ist er leer. Und deswegen hat sich bei mir die folgenden 5 Schritte als gut rauskristallisiert. Und zwar gehe ich immer folgendermaßen vor. Ich erstelle mir als erstes eine Liste mit den Aufgaben, die zu erledigen sind. Also das mache ich entweder morgens oder meistens mache ich es am Tag davor abends. Da schließe ich den alten Tag ab und beginne dann quasi den neuen Tag zu planen. Und dann priorisiere ich ganz klar, was sind die wichtigsten Aufgaben auf dieser Liste. Und das ist dann auch gleich der Punkt 2. Ich möchte damit einfach, dass ich immer das Wichtigste für mich zuerst erledige. Also ich konzentriere mich dann auf die EEAs, also das sind einkommenserhöhende Aktivitäten, und schaue halt einfach, dass ich diese Aufgaben bis spätestens 12, 13 Uhr am Tag erledigt habe. Warum? Ich habe für mich festgestellt, dass ich, also wenn der Tag beginnt, bin ich ziemlich energiegeladen und ziemlich produktiv, und bei mir nimmt es dann so im Laufe des Tages ab, bis ich dann eben so zwischen 4 und 5 ab da ist dann so mein Level ziemlich unten. Und deswegen versuche ich halt immer, dass ich bis 1 Uhr wirklich spätestens alle wichtigen Aktivitäten erledigt habe. Und dann habe ich einfach für mich festgestellt, dass wenn ich in Zeitblöcken arbeite, dass es mir unheimlich gut tut. Das kommt nicht von mir, da bin ich nicht selbst drauf gekommen. Ich habe leider weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Also wenn von jemandem die Idee ist, vielen Dank hierfür, einfach unterhalb in den Kommentarbereich schreiben. Und zwar habe ich mir einfach angewöhnt, dann 50 Minuten zu arbeiten und 10 Minuten Pause zu machen. Und in den 10 Minuten, da gibt's weder Handy, noch Fernsehen, noch WhatsApp, noch Facebook, noch Skype, noch sonst irgendwas, sondern da bin ich einfach nur bei mir. Und schöpft dann eben wieder Kraft für den nächsten Zeitblock und tut mir unheimlich gut. Ich habe festgestellt, dass ich so viel entspannter durch den Tag gehe, aber gleichzeitig auch produktiver bin und wesentlich mehr und einfacher die Dinge umsetzen kann und eben einfach auch mehr umsetzen kann. Dann, wie gesagt, im vierten Schritt, immer wenn ich dann in diesem Zeitblock drin bin, dann versuche ich komplett die Ablenkung zu vermeiden. Das heißt, ich schalte alles aus, mein Handy geht auf lautlos, Skype aus, Facebook aus, also alles, was so was ablenken kann, abstellen und nur diese eine Aufgabe, also Fokus drauf. Und dann noch so ein Tipp, was auch dazu führt, dass man schneller arbeitet, das ist, aber das muss man immer gucken, ob das bei einem selbst passt. Bei mir passt es zum Beispiel ganz gut, weil ich mache dann immer so einen künstlichen Zeitdruck. Das heißt, ich gehe dann her und sage, okay, jetzt habe ich dieses Projekt, an dem ich arbeite, das möchte ich in einer Stunde erledigt haben. Und dann gehe ich einfach her und stelle mir vor, wie wenn ich nur diese eine Stunde jetzt Zeit habe. Also ich gehe dann einfach her und gehe dann zum Beispiel her und sage, okay, in einer Stunde muss ich zu einem Termin. Ja, oder sag, okay, in einer Stunde belohne ich mich mit einer Tasse Kaffee oder gehe irgendwo einen Kaffee trinken. Also irgendwas, was so einen künstlichen Zeitdruck erzeugt, wo ich auch Lust habe, innerhalb dieses Zeitraums das Ganze dann quasi zu beenden. Und habe dann einfach festgestellt, dass mir das sehr gut tut, weil ich dann noch fokussierter, noch konzentrierter arbeite und auch wirklich tatsächlich meistens das auch dann in dem Zeitraum schaffe. Okay, ich hoffe, diese Tipps, diese 5 Schritte waren hilfreich für dich. Ich habe zu dem Thema auch noch einen Blogartikel erstellt. Den Link findest du wie immer unterhalb des Videos. Wenn du Fragen hast, ja, wenn du Anregungen hast, dann nimm Kontakt mit mir auf. Alles findest du in der Beschreibung.
In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Enjoy it, mach dein Ding, hab Spaß, ja, und glaub an dich. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.